Schöneberg ist mein Kiez. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich habe türkische Großfamilien, afrikanische Landsleute, einen wunderbaren Markt, auf dem ich mich entweder zum Einkaufen treffe, aber meistens wird es doch nur zum Kaffee trinken. Hier bin ich frei und muss mir keine Gedanken machen, was ich anziehe, wenn ich aus dem Haus gehe. Hier habe ich meine Kinder aufwachsen sehen. Und ich finde als Fotografin immer wieder Locations, wo ich meine Leute fotografieren kann, weil es gibt tolle Häuser, kleine Parks, kleine wilde Ecken. Hier ist es schön, wie der Name schon sagt, Schöneberg. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es, obwohl es hier sich so gemütlich und beschaulich anfühlt, ist es ein extrem toleranter Stadtteil. Also hier ist es wirklich bunt, hier kann jeder sein, wie er will. Hier ist natürlich traditionell die Schwulen- und Lesben-Szene, aber hier laufen auch die türkischen Mamis rum und hier gibt es Studenten und Ältere und Jüngere, es ist sehr, sehr gemischt. Und jeder darf so sein, wie er will. Es gibt viele Parks und Spielplätze. Wenn die Kinder klein sind, dann ist das ja auch wichtig. Die Leute sind kinderfreundlich, finde ich. Das liegt im Prinzip nicht nur geografisch, sondern auch von seiner ganzen Art her genau zwischen Wilmersdorf und Kreuzberg. Also es hat so das beschauliche, sichere von Wilmersdorf, aber es ist bunt und quirlig wie Kreuzberg. Also es ist einfach wirklich mittendrin und von allem etwas. Das ist sehr, sehr schön.